Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video von mir für YouTube und wir sind bereit. Wir spielen Warface. Das Spiel ist free to play und auf Steam zu haben. Also einfach runterladen und loszocken. Ja, und das Spiel ist von Crytek produziert. Und sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe die Grafikeinstellungen jetzt auf Mittel gestellt. Oh, hier gibt es auch einen Chat, sehe ich gerade. Go, 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 go. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Grafik sieht eigentlich sehr, sehr geil aus für ein Free-to-Play-Spiel. Und, ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Sieht man hier eigentlich die Level von den Leuten? Wahrscheinlich sind das hier die Rangsymbole. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Ja, das Spiel bietet da noch einen wunderbaren Koop-Modus. Go, Jesus Christ. Ja. Das Spiel bietet einen schönen Koop-Modus, den man zu zweit online spielen kann. Aber auch natürlich Team Deathmatch und Free for All, jeder gegen jeden, was wir jetzt hier gerade ausprobieren. Ich skippe die Ladezeit jetzt. Das Spiel beginnt. Tötet möglichst viele Feinde. Okay, wo wurde ich hier gerade beschossen? Aha. Oh! Verdammt! So, ihr seht, das Spiel bietet keinen Bloody Screen. Erwischt! Erstes Blut, yeah! So muss das doch laufen. Ah, man sieht auch seine Füße, seine Beine. Das finde ich auch eigentlich gut. Und wieder erledigt. Verdammt! Der war zu weit weg. Ja, aber so vom Spielen allgemein spielt es sich eigentlich wirklich wie jeder Standard-Shooter. Also, es ist eigentlich nur eine kostenlose Alternative, aber was heißt dann auch wieder kostenlos, ne? Wenn man dann dennoch bezahlen muss für andere Specials. So, laufen wir mal hier lang. Hier ins Haus rein. Und die Mitspieler sind hier irgendwie nicht die stärksten, ne? Merke ich gerade. Das ist natürlich geil, dass man hier in den Häusern rumlaufen kann. Sehen wir hier irgendjemanden? Nee. Nobody. War da jemand? Nee. Das einzige, was das Spiel von Call of Duty dann unterscheidet, ist, es gibt keine Killstreaks, soweit ich weiß, und dass man sich im Koop-Modus gegenseitig helfen kann, gegen Mauern zu springen. Heißt, man gibt sich eine Räuberleiter und so weiter. Ah, verdammt. Fast hätten wir ihn gehabt. So, wieder respawned. Ich weiß auch noch nicht, wie man hier messert. Keine Ahnung. Obwohl ich das Tutorial gespielt habe. Dafür habe ich übrigens auch eine Waffe, Handschuhe und eine Granate oder so bekommen. Ah, schon wieder Sergeant Long Range. Oder Long Range. Okay, Granaten. Gibt's hier. Na komm, zeig dich. Okay, der zeigt sich nicht. Aber die Map sieht eigentlich recht interessant aus. Ach, verdammt. Gefällt mir auch vom Setting so, dieses südländische, würde ich jetzt mal sagen, oder? Boah, extrem gefailt, aber okay. So. Natürlich alles immer abscannen.
Und die Waffensounds hören sich hier alle gleich an. Wobei der eine Waffensound ja cool ist. Der hört sich wirklich geil an. Man hört auch so ein Hall. So, jetzt zeig dich. Ach, der Wichser. Er ist schon Pro bei Warface. Okay, laufen. Was? Scheiß Claymore oder was das war? Na komm. Okay, fürs Messern gibt es also keine Extra-Taste. Das Messer muss man ziehen. Soweit ich mir denken kann jetzt, ja. Sieht so aus. Hier höre ich Beschuss. Okay, von da kam auch was. Eieiei, ist das schwierig hier bei Shootern zu kommentieren, finde ich. Man muss sich hier extrem konzentrieren. Deswegen spiele ich auch eigentlich gar nicht mehr so gerne Shooter, muss ich ernsthaft sagen. Ich weiß nicht. Also nicht deswegen, aber irgendwie hat es keinen Reiz mehr für mich. So viel Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, alles Mögliche gezockt. Und schon wieder so eine scheiß Claymore. Das gibt's doch nicht. Die haben alle so tolle Items und wir haben sie nicht. Verdammt. Wo ist er? Ach. Na gut. Welcher Platz sind wir denn? Vierter ist noch okay. Vierter Platz ist okay. So, da haben wir einen gesehen. Hinterher. Oh Gott. Oh Gott. Wie gefailt. Okay, rennen wir mal hier lang. Da war wieder irgendein Pro, der uns hier abgeschossen hat. Oh! Das gibt's nicht. Fünfter Platz. Okay, da war einer. Da stehen wir aber zu offen. Da war wieder jemand. Aber Free for All ist echt anstrengend. Ja, von beiden Seiten, das meine ich. Free for All, ne? Man schießt auf jemanden und von rechts oder links oder hinten wird man auch beschossen. Okay, ich will jetzt aber auch keine Ausreden suchen. Ja, endlich mal. Da ist noch jemand. Wow. MacGyver-Op oder was? Hast du nicht gesehen? Okay, da. Erwischt. Oh, da hinten. Können wir eine Granate hinschmeißen? Nein, verdammt! Schon wieder der! Ich hasse dich! Das ist hier ein schöner Spawnpoint. Da kann man nicht die ganze Zeit aus der Entfernung draufhalten. Das habe ich nämlich letzte Runde auch schon gemacht. Beziehungsweise ist es mir nur aufgefallen, ne? Ich habe es ja nicht jetzt hier aus Prinzip gemacht. Dass die Spawnpunkte sehr klar definiert sind und es nicht schwer ist, da die ganze Zeit drauf zu halten. So, laufen wir mal hier lang. Da hinten war einer. Ja, super von hinten, ne? Nein, nein. Diese Claymores, okay.
Gut, ich mache das hier für euch, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, falls ihr Bock drauf habt. Auf so Shooter-Spiele. Von hinten. Nein! Nein! Okay. Platz 6, verdammt. Nein, verfehlt. Erstmal nachladen. Boah, was für ein Fail. Nein. So kann das doch nicht weitergehen, meine Freunde. Jetzt mal hier ein bisschen Konzentration. War da nicht gerade jemand? Da, da. Scheiße. Hier hat man eine zu krasse Aussicht. Ah, Monster Energy. Ja. Pass auf deinen Rücken auf, da war jemand hinter dir. So, da campen sie ja auch immer gerne. Ist jetzt keiner. Aha. Scheiße. Das ist doch zum Heulen hier. Hey, was ist das? Vorbei oder was? Schade. Gut, eine Runde spielen wir noch. So sieht das dann aus. Wer war der Sieger? Monster Energy. Uns hat er auch einmal eine verpasst. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt immer noch dieselbe Map sein wird. Es wäre auch mal schön, eine andere zu sehen. Match White Street. Jeder gegen jeden beendet. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal nochmal ein Team Deathmatch aus. Auf weiter. Hier sehen wir den Button. Hol dir Verbesserungen. Da geht es dann um Cash. Cash Mash. Was für eine Map spielen die denn? Nee. Wir wollen raus. Raum tatsächlich verlassen? Ja. Gut, hier sehen wir die Serverliste. Schnellspiel kann man auch machen. Ja, das sind die Maps, die es hier gibt anscheinend. Also Owl sieht eigentlich auch ganz geil aus. Farm, Hangar, Black Gold, Yard und White Street. Ja, gut, diese vier Maps sehen sich jetzt ziemlich ähnlich, ne? Muss ich schon sagen an der Stelle. Ja, wir gehen mal auf Standard. Wir suchen uns einen Server. Eroberung gibt es auch. Heißt dann wahrscheinlich drei Punkte, die es zu erobern gibt. Jeder gegen jeden. Sturm weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Aber wahrscheinlich wie ein Battlefield. Es gibt zwei Punkte, die man erobern muss. Und dann geht's weiter. Team Deathmatch auf Aul. Okay, beitreten. Beitritt zum Raum. Und wir sind bereit. Und es gibt noch eine kleine Neuerung, die ich vergessen habe zu erwähnen. Was heißt Neuerung? Also ein Alleinstehmerkmal, wenn ich das mal so sagen kann. Ne? Auf Druck der C-Taste kann man seine Waffe beliebig anpassen, auch während des Spiels. Ist ja von ist man ja von Crysis gewohnt. Ne? Und da das Spiel von Crytek ist, kann man das auch in diesem machen. Die Map sieht jetzt ziemlich klein aus. Also enger Stadtkampf. Eliminiert das feindliche Team. Runde Okay. beginnt. Team Deathmatch. So, ich zeig's euch mal hier. Könnte man sich Zielfernrohre oder eine andere Mündung drauf machen, ne? Alles auf C. So, und wir folgen mal unseren Teamkameraden. Wir sehen die Map, die sieht der anderen schon ziemlich ähnlich. Oh! Gekillt? Super. So, hast du Jut gemacht und hier gibt es viele Camp-Spots. Das ist jetzt nicht ideal, das war auch nicht ideal. Okay, jetzt müssen wir hier warten natürlich. Oder? Nee, wir sind auch wieder drin.
Oh. Gekillt. Yeah. Pro. Verdammt. Verdammt. Leertaste zum Einsteigen. Okay, hier kennen wir uns ja auch schon ein wenig aus. Aha, was haben die denn da gemacht? Die schieben sich so über den Boden. Die sliden. So, wir können da wahrscheinlich auch eine Granate rüberwerfen. Ja, Mann. Okay, die explodiert aber in der Luft. Da haben die Entwickler mitgedacht. Erledigt. Mit mir machst du das nicht nochmal. Okay, wir sind zu dritt. He's down, man. He's down. Oh, oh. Yeah. Der Kill ging zwar nicht auf mein Konto, aber yeah, verdammt. Geil. Okay. Verdammt, wie machen die das? Was drücken die da? Die rennen? Keine Ahnung, was die da machen, Leute. Okay, hier ist ein Teamkamerade. Wir werfen da mal eine Granate hin. I would catch a grenade for you. Okay, wir laufen. Hallo, hallo, hörst du mich? Ich glaube nicht. Denn das ist hier hoffentlich Push to Talk, nicht dass die mir hier die ganze Zeit zuhören müssen. Ah, okay. Was? Was für ein Wichser. Ganz ehrlich. Hier, der hat sich auch so geslidet. Also ihr seht, man kann sich auch hier so rumsliden. Wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Oh Gott, ich campe. Der ist auch gestorben. Wow, da hinten. Komm her. Zeig dich. Okay, ja, hat er mich doch noch erwischt. Hm, schade, ne? Drücken Sie Leertaste. Ja, machen wir. Oh, der ist weg. Meine Teamkameraden sind aber immer schneller im Killen. So, jetzt habe ich auch mal einen gemacht. Okay, die sliden auch alle rum. Oh! Scheiße, Cycle. Leertaste drücken. Ach, verdammt. Ich hab's nicht mehr drauf mit den Shootern. Drücken Sie eine Leertaste, mache ich. Ich werf da mal eine Granate hin. I would catch a grenade for you. Ach ja. Ne, den habe ich aber nicht erledigt, oder? Na? Zeig dich. Zeigt euch. Ah, ja, ja. Ja, die Runde spielen wir aber noch zu Ende. Und danach beende ich dieses Gameplay-Video. Okay. Erwischt. Da ist noch einer. Achtung! Watch your back, man! Ah, extrem abgelost. Verdammt, ich bin der Schlechteste aus unserem Team. Das ist hier auch natürlich eine Meisterleistung, ne, die ich hier abliefer. Erwischt. Fuck you, man! Da habe ich schon gedacht, das wäre einer. Da hinten. Wir können hier einfach mal ein bisschen campen. Okay, weiter. Friendly Fire, verdammt. Nachladen. Hier lang.
Ja. Eurocrafter. So, spawn. Erledigt. Okay, down. Baby, are you down, 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 down? Mir fallen hier die ganze Zeit solche schwulen Lieder ein. Und schon wieder tot. Ja, wir sind aber bald auf dem zweiten Platz. 3 Minuten 22 noch zu spielen. Das könnte also noch was werden. Mit dem zweiten. Ah! Cycle, verdammt. So, gekillt. Gekillt, wunderbar. Oh nein. Hey, der hat mich geschlagen. Wie kann man das denn machen? Das wurde mir beim Tutorial gar nicht beigebracht. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir sind auf dem zweiten. Yes. Okay, wo ist hier jemand? Da. Oh, richtig, richtig daneben geschossen. Egal. So, Leertaste drücken. Okay, die kommen jetzt alle von da. Das heißt, wir werfen eine Granate darüber. Wow. Ah. Yeah. Damit haben sie nicht gerechnet, dass ich einfach vorpresche. Okay, weiter geht's. Ja, verteidigt ihr da. Ich schaue mich hier um. Der campt immer noch da. Fucking Camper, Alter. Jo. So eine scheiß Claymore. Ich kann auch Granaten werfen. Ja, das war klar. Dass das nichts wird. Headset ist verrutscht. Okay, wo, 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 wo? Verdammt, überall! Oh oh. Das ist nicht gut. Yeah. Okay. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen Luft geschaffen. Hey, der eine sieht aus wie Captain Price. Doch nicht. Okay, go, go, go. Okay, mittlerweile müsste ich das ja wissen, dass da jemand... Oh, Schluck auf, dass da jemand so ein Claymore hinknallt. Aber hey, Gleiches vergelte ich mit Gleichem. Granate! Okay, hoffentlich habe ich da Health Points wenigstens bekommen. Weiter geht's. Go, go, go. Da war einer. Ah, da, nein! Nein, verdammt. Verdammt. Okay. 20 Sekunden Gameplay noch. Alter. Egal, einen haben wir mitgenommen. Die spielen aber auch 5 gegen 3, ne? Die Ärsche. Hier. Schön, dass wir das noch gesehen haben, so ein Spawn-Killer hier. Ne? Campt beim Spawn-Gebiet und killt dann alle. Ja, das ist dann also Warface. Das waren jetzt mal 2 Runden. Ihr könnt euch ja selber eine Meinung darüber bilden. Und da sind wir, Tan Bangurang. Schaut uns an. Yes. Ja, mir macht das Spiel ja nicht so Spaß, aber liegt auch vielleicht einfach daran. Oh, ich bin einen Rang aufgestiegen. Juhu! Liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass ich im Moment nicht so der Shooter-Fan bin. Ja. Aber alle anderen, die gerne Shooter spielen, die können sich das ja mal anschauen. Ist ja free to play, also anspielen kostet nichts. Gut. Wie gesagt, auf Steam, Warface heißt das Ganze, runterladen, anmelden bei Warface und dann kann's losgehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss.